Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial vom Bösen Golf. Ich erkläre euch heute, wie ihr Mods installiert bei der neuen Version von World of Tanks, bei der Version 7.1.1. Ich habe euch schon mal ein Tutorial-Video gemacht zu der vorhergegangenen Version, allerdings hat sich jetzt ein wenig geändert, wodurch es nicht mehr ganz so einfach ist, die Mods zu installieren. Zum Anfang erkläre ich euch noch mal kurz, woher ihr den Mod-Manager bekommt, dem ich euch im ersten Teil dieses Tutorials erkläre. Dazu gebt ihr in Google ein Jonesoft Generic Mod Enabler. Ihr seht es hier. Und dann bekommt ihr diese Seite, die Originalseite des Mod Enablers. Ihr ladet den Mod Enabler über diesen blauen Schriftzug runter und bekommt dann eine Exe. Habt ihr diese Exe runtergeladen, so kopiert ihr diese in den World of Tanks Ordner. Ihr seht es hier. Ich habe sie hier reinkopiert, da es wichtig ist, dass der Pfad stimmt. Ihr müsst die JSGME-Exe im selben Verzeichnis wie die WOD-Launcher-Exe haben. Habt ihr sie nun hier kopiert, führt ihr sie aus. Es bekommt dann ein Fenster, welches euch fragt, ob ihr diesen Mods-Ordner erstellen wollt. Das macht ihr und dann habt ihr schon mal den ersten Teil erledigt, was ihr benötigt, um Mods mit dem Mod-Manager zu benutzen. So, kommen wir nur zum zweiten Teil dazu. Habt ihr diesen Mods-Ordner? So seht ihr hier, könnt ihr dann eure heruntergeladenen Mods einfügen. Zum Beispiel Fadenkreuz-Mods, Icon-Mods, was auch immer ihr gerne möchtet und mit World of Tanks funktioniert. Habt ihr diese Mods runtergeladen, so reicht es nicht, sie einfach hier in diesen Ordner zu kopieren. Ihr müsst dabei beachten, dass wenn ihr die Mods runtergeladen habt, meistens in einer RAR-Datei sind. Ihr entpackt diese RAR-Datei dann und bekommt einen Ordner, in dem sich der komplette Mod befindet. In dem Ordner habt ihr dann einmal den Ordner mit dem Namen des Mods und in diesem Ordner einen Ordner, der sich RES nennt. Dieser RES-Ordner ist wichtig, weil dort alles drin ist, was die Mod zum Funktionieren bringt. Es reicht jetzt aber nicht einfach nur den Restordner zu kopieren, sondern ihr müsst den Ordner kopieren, in dem sich der Rest befindet. In dem Falle diesen Oberordner. Das heißt, wenn ihr in euren Oberordner reingeht, müsst ihr den Restordner sehen, dann habt ihr alles richtig gemacht. So. Nun kopiert ihr erstmal den Ordner und fügt ihn in den Mods-Ordner in eurem World of Tanks-Ordner ein. So. Habt ihr dann diesen Ordner hier, gilt es zu beachten, dass im Gegensatz zum Vorgänger jetzt nicht mehr der RES-Ordner funktioniert. Ihr müsst diesen RES-Ordner jetzt umbenennen und zwar in RES-Mods. Wenn ihr diesen Ordner umbenannt habt, dann könnt ihr dort reingehen und dann werdet ihr, wie ich euch jetzt am Beispiel zeige, eine bestimmte Datei finden. Das heißt, ihr werdet im RES-Ordner, zum Beispiel beim Fadenkreuz, einen GUI-Ordner und einen Textordner finden. Es gibt aber zu beachten, dass wenn ihr den Mod-Manager benutzt, der Textordner den Mod zum Abstürzen bringt. Das heißt, eure Buttons im Spiel werden nicht mehr angezeigt. Das heißt, ihr kopiert lediglich diesen GUI-Ordner in den Res-Mods-Ordner rein. Habt ihr das gemacht? Erstellt ihr dort einen Ordner mit der Versionsnummer von World of Tanks. Im Moment wäre das dann, wie hier zu sehen, die 0.7.1.1. Wenn dieser Ordner erstellt ist, so kopiert ihr diesen Ordner, den ihr eben euch rausgezogen habt, hier rein. In meisten Fällen ist er schon hier, dann braucht ihr bloß ausschneiden und dort reinschieben. Habt ihr das gemacht, müsste das dann so aussehen, dass ihr, wie hier oben zu sehen, einmal den Mods-Ordner vom Mod-Manager habt, in diesem Ordner den Mod-Ordner, dort drin befindet sich dann der Res-Mods-Ordner und der Ordner mit der Versionsnummer. Und in dem Ordner mit der Versionsnummer ist dann der GUI-Ordner. In dem GUI-Ordner kann ich zeigen, ist dann noch der Flash-Ordner und sämtliche Dateien, die der Mod benötigt, damit er angezeigt werden kann. Habt ihr dann den Mod so kopiert, könnt ihr es nochmal überprüfen, ob ihr richtig gemacht habt. Ihr klickt einfach auf euren Mod drauf, seht, aha, ich habe einen Res-Mods-Ordner, überprüft, ob der Ordner mit der Versionsnummer da ist und dort der richtige Inhalt. Habt ihr dies getan, geht ihr zurück zu eurer Mod-Manager-Exe, hier JSGME.exe und führt diese aus. Ihr seht dann in der linken Leiste habt ihr nun euren Mod und diesen könnt ihr ganz einfach durch Klicken dieses Pfeils ins Spiel einbauen. Wie ihr hier seht, sind bei mir zwei Mods ausgegraut. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass der Mod, der im Nachhinein eingefügt wurde, den vorhergegangenen Mod eine Datei überschrieben hat. Das ist normal.
führt aber bei manchen Mods untereinander zu Problemen. Damit diese Probleme nicht auftreten, zeige ich euch jetzt noch, wie ihr die Mods manuell installieren könnt, und für diesen Weg braucht ihr den Mod Manager nicht. Das heißt, mit dem neuen Patch ist bei World of Tanks ein eigener Mod-Ordner dazugekommen. Den findet ihr hier, den Res-Mods-Ordner. Und weil dieser Ordner dazugekommen ist und sich da etwas in der Struktur geordnet hat, müsst ihr halt jetzt eure Mods beim Mod-Manager von Res in Res-Mods umnennen. So. Wenn ihr nun, so wie bei dem Mod-Manager auch, eure Mods runtergeladen habt, habe ich euch ja erklärt, müsst ihr den Inhalt des Res-Ordners in den Ordner mit der Versionsnummer kopieren. Dasselbe ist hier das gleiche. Ihr geht in den Res-Mods-Ordner von World of Tanks rein und seht dort schon den Ordner mit der passenden Versionsnummer. Ihr öffnet diesen einfach und fügt nun euren Inhalt rein, wie zum Beispiel den GUI oder Vehicles-Ordner eures Mods. Habt ihr diese dann hier reinkopiert, braucht ihr nicht mehr viel machen, ihr braucht dann einfach nur das Spiel zu starten oder neu zu starten, wenn es bei euch schon läuft. Das Spiel zieht sich dann aus diesem Ordner die Mods von selbst. Ein Nachteil im Gegensatz zu dem Mod-Manager ist hier, mit dem Mod-Manager, ihr könnt ihr die Mods per Mausklick wieder rausnehmen. Hier müsst ihr die Mods, wenn ihr sie nicht mehr haben wollt, aus dem kompletten Ordner rauslöschen. Ein Vorteil gegenüber dem Mod-Manager ist aber, dass wenn hier Mods sind, die sich gegenseitig überschreiben würden, tauscht ihr entweder die Dateien aus oder seht, welche Datei ihr nun benutzen wollt. Es gibt zum Beispiel gewisse Interface-Mods, die mit dem Mod-Manager nicht richtig funktionieren. Da muss dann der Weg über die manuelle Installation gegangen werden, dass die Anzeige stimmt. Es ist dann zum Beispiel, dann wird die Größe der Anzeige verzerrt oder es fehlen Sachen des Mods. So viel zu dem Tutorial, wie man bei World of Tanks 7.11 Mods installiert. Ich werde euch nochmal den Link mit hinstellen, wo ihr den Mod Manager herbekommt und nochmal die Beschreibung der Ordnerstruktur. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch wieder helfen konnte. Wenn ihr mit dem Video nicht klarkommt, schreibt mich an, ich helfe euch gern. Ansonsten bis zum nächsten Tutorial, euer Böser Golf.